Ja, ich möchte ein Video machen, wo ich dir helfe zu erkennen, dass du unter mangelndem Selbstwert leidest. Weil es ist so, so spannend. Wir merken oft nicht, dass wir einen mangelhaften Selbstwert haben. Weil natürlich glaube ich, dass es mir das Beste nur zusteht. Und nein, das und das und das ist nichts für mich. Kommt überhaupt nicht in die Frage, da bin ich mehr wert. Und selbst hinter diesen oder insbesondere hinter diesen Bemerkungen verbirgt sich mangelnder Selbstwert. Weil, ich stelle jetzt eine Frage, wenn du absolut sicher wärst über deinen Wert, über dein Divine Design, dass du in Ordnung bist, dass du sogar in allerhöchster Perfektion bist. Nur, dass manchmal diese Sachen, die du denkst, dir einreden wollen, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist oder nicht gut genug ist, dass diese Dinge aber nicht stimmen, dann kannst du fühlen, wie wertvoll du bist. Dann kannst du fühlen, dass für dich hier auf diesem Planeten nur das Beste gedacht ist. Aber manchmal merkst du es eben nicht. Und wenn du so sagst, zum Beispiel diesen hier, ne, nicht mit mir, das lasse ich mir nicht gefallen, dann bist du jemand, der gerade in einer Welt lebt, wo er sich wehren muss, wo er sich schützen muss, wo er sich abgrenzen muss, wo er sich verteidigen muss, wo er seinen Wert verteidigen muss. Und dann ist es eben so, dass dein Wert nicht genagelt ist. Du sitzt nicht in deinem Selbstwert. Er mangelt. Weil nur wenn du im Mangel bist, musst du kämpfen und musst dich verteidigen. Aber wenn du in der Fülle bist, in der voll aufgefüllt mit Selbstwert, voll erfüllt mit deiner eigenen Wertschätzung, voll erfüllt mit der Wertschätzung deines Lebens, mit der Wertschätzung dafür, dass du hier bist, jetzt auf diesem Planeten, an diesem Ort, zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Situation, was auch immer. Wenn du diese Wertschätzung hast, dann ist sie da. Dann musst du sie nicht erkämpfen. Dann musst du sie auch nicht mit irgendwelchen Kompromissen einfordern, sondern dann ist sie da. Dann ist es einfach da. Living in the end, living in the end von einer Persönlichkeit, die absolut wertgeschätzt ist. Was heißt das? Wenn du absolut wertgeschätzt bist, wenn das da ist, wenn das given ist, wenn das standard ist, wenn das klar ist, musst du dann etwas machen, was dir nicht gefällt? Musst du dann etwas machen, um Wertschätzung zu bekommen? Nein. Dann bist du wertgeschätzt. Dann bist du wertvoll. Und wenn du wertvoll bist, dann gibt es da nichts zu wenn und aber. Da gibt es da nichts zu rütteln. Da gibt es da nichts zum sagen, ja, aber. Sondern da gibt es eine absolute Klarheit in dir, die dir erlaubt, Nein zu sagen zu Dingen, die du nicht möchtest. Weil du keine Angst hast, dass du vielleicht nicht genug geliebt wirst, dass dir Liebe entzogen wird, dass dir Wertschätzung entzogen wird, dass dir Aufmerksamkeit entzogen wird. Du erlaubst dir da zu sitzen und zu sagen, nein. Das ist nicht für mich. Nein, danke. Wie wenn du in einem Restaurant sitzt und der Kellner bringt dir ein Essen, das du nicht möchtest, respektive das dir nicht schmeckt oder das du nicht bestellt hast. Bist du jemand, der es isst, wenn es nicht schmeckt? Bist du jemand, der dann sagt, ja, es war gut? Bist du jemand,
der es dann trotzdem isst. Oder bist du jemand, der sagen kann, nein, es tut mir leid, das möchte ich nicht, das entspricht mir nicht. Bist du jemand, der ganz klar sagen kann, nein, das ist nicht mein Standard, nein, bitte auswechseln, bitte verändern. Das ist so, so schwer, einfach genau das zu sein, in einer absoluten Selbstverständlichkeit, wenn du deinen Selbstwert nicht on point hast, wenn du nicht weißt, dass es selbstverständlich dir entspricht, dass es deine Werte sind, dass es deine Werte sind, dass du die beste Version von dir an den Start bringst und dass es deine Werte sind, dass natürlich das Leben dir die beste Version von Menschen widerspiegelt. Und wenn das nicht so ist, wenn du behandelt wirst wie jemand, der Fehler macht, nicht gut genug ist, wenn du permanent kritisiert wirst, dann liegt es nicht an den anderen, sondern dann liegt es daran, dass dein Selbstwert nicht on point ist. Wenn du glaubst, dass du jemandem zuliebe Dinge machen musst, die du eigentlich nicht machen möchtest, auf die du keine Lust hast, die dir nicht entsprechen, die deinen Werten nicht entsprechen, hast du deinen Selbstwert nicht on point. Wenn du Angst hast, deinen Job zu verändern, zu wechseln, vielleicht sogar zu kündigen, wenn du Angst hast, dein eigenes Ding zu machen, weil es irgendjemandem da draußen vielleicht nicht gefallen könnte, hast du deinen Selbstwert nicht on point. Alles, was dich gängelt, alles, was dich klein macht, ist logisch. Das ist nicht, dass es von außen kommt oder dass du nicht gut genug bist oder dass du Schlechtes oder Leid verdient hast. Darum geht es nicht. Sondern es geht nur darum, dass es dir klar wird, dass dein Selbstwert nicht on point ist. Dass du nicht weißt, wer du wirklich bist, dass du dir nicht erlauben kannst, dass du noch nicht ein Konzept hast darüber, wie dein Leben aussieht, wenn du wert bist, das Beste zu bekommen, wenn du Premium bist, wenn du wählen darfst, die beste Version von allem, weil du wählst auch die beste Version von dir. Und die beste Version von dir ist wertvoll. Also voll mit deinen Werten, voll mit den Dingen, die dir etwas wert sind. Was ist dir etwas wert? Loyalität, Zuverlässigkeit, Treue, Hilfsbereitschaft. Das sind doch Sachen, die sind dir wert. Das sind Werte, die teilen wir meistens. Aber wenn wir nicht so behandelt werden, wertvoll, wenn Menschen nicht treu loyal sind, was machen wir meistens? Wir verlieren unsere Werte. Wir sind auch illoyal, nicht loyal. Wir sind vielleicht auch untreu. Das ist nicht der Weg. Sondern der Weg ist, ich werde noch viel treuer zu mir selber. Ich werde noch viel loyaler zu mir selber. Ich werde noch viel wertschätzender zu mir selber. Und so werde ich wertvoll. Ich fülle mich mit meinen Werten. Und diese Werte machen mich wertvoll. Und dementsprechend denke, fühle und vor allem verhalte ich mich. Und wenn ich zum Beispiel wertvoll bin, dann stehe ich zu meinem Wort. Das ist ein Wert, das ist Zuverlässigkeit. Und wenn ich nicht zu meinem Wort stehe oder irgend sich etwas ändert, dann kommuniziere ich, dann bin ich vertrauensvoll, dann kann man sich darauf verlassen. Das sind meine Werte, das ist wertvoll, das macht mich wertvoll. Und wenn mir im Außen Dinge, die meinen Werten nicht entsprechen, präsentiert werden, dann muss ich die nicht nehmen, weil sie sind nicht für mich wertvoll. Darauf muss ich mich nicht einlassen.
Das muss ich nicht in mein Leben holen, das muss ich nicht weiterspinnen, nicht weitertragen, sondern ich brauche nur diese Klarheit zu sagen, Nummer eins, ich muss voll mit Werten sein, wertvoll, voll mit meinen Werten, voll mit den Dingen, die mir etwas wert sind. Und dann wird das Außen mir all diese Dinge, die dieser energetische Match zu mir sind, bringen. Aber zuerst muss ich wertvoll sein, voll mit Werten und zwar mit meinen Werten. Ich kann mich nicht füllen mit den Werten von anderen, die nicht mir entsprechen. Und deswegen bin ich wertvoll. Nicht, weil du sagst, ich bin wertvoll für dich. Für mich ist es persönlich wichtig, damit ich hier selber auf diesem Planeten wertvoll wirken, wertvolles bewirken kann, dass ich mich mit meinen eigenen Werten fülle. Und das heißt wertvoll. Und die meisten denken, ich bin wertvoll, weil die und die und die und die und die finden mich wertvoll, wenn ich das und das und das und das machen kann und tue und mich so und so verhalte, dann bin ich für die Menschheit wertvoll. I don't give a whoop. Warum? Weil so das Leben nicht funktioniert. Weil das Leben nicht von außen nach innen funktioniert, sondern weil das Leben aus mir heraus generiert wird, aus meinen Ansichten, aus meinen Werten. Und mein Universum, meine Welt, mein Leben spiegelt meine Werte wider. Und wenn es das nicht tut, dann liegt es daran, dass ich meine Werte nicht klar habe und dass ich sie nicht verkörpere und dass ich mich nicht damit auffülle. Das ist das Mirakel. Ich hoffe, dir mit diesem Video gedient zu haben. Hinterlass mir auf jeden Fall ein Like oder ein Thumbs up. Ganz, ganz gerne auch immer noch Kommentare. Das motiviert mich. Da kann ich auch drauf eingehen. Da kann ich noch mehr Videos für dich kreieren und generieren. Selbstverständlich hast du auch die Möglichkeit, von mir persönlich begleitet zu werden. 1:1 in Gruppen, live. Oder du kannst von mir meine Self-Study-Kurse kaufen. Alles findest du auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.